Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Origins. Wir machen heute weiter mit einem gerechten Tausch. Eine weitere Nebenquest. Hast du je bessere Arbeit gesehen als die von uns? Warte mal, das ist ein Spiel, ein Schmied, ne? Warte mal, ich kann mal gucken. Hast du je besser? Warte. Hier haben wir noch eine andere EP. Haben wir die, eine andere Quest, aber die brauche ich jetzt nicht. Das ist wahrscheinlich die hier, ne? Hey, ist der Machtmissbrauch, okay. Arbeit gesehen als die von ich möchte mal gerne was ausprobieren, bevor ich jetzt irgendwie. Ich könnte mir seine Waffen leisten. Hast du die Schlange von Serapis gesehen? Er ist so leicht wie eine Feder. Nee, machen wir nicht. Ich werde hier wieder aufs Bronzeschwert gehen. Der ich Dinge ausprobieren möchte. Mit so einem Speer könnte ich der Held des Amphitheaters sein. Eine Schande, was damit geschehen ist. Oh, da haben wir doch eine Möglichkeit. Was für ein Schwert? Todesflüstern, Schleichmutterschaden. Da haben wir eine 1800. Das haben wir noch nicht, Möglichkeiten. Wir werden trotzdem aufrüsten. Wir werden das Schwert aufrüsten. Wir werden den Bogen aufrüsten. Oh, wir werden den zweiten aufrüsten. Und dafür haben wir das Geld nicht mehr. Aber wir haben zumindest ein bisschen was können. Aber warte, wir haben noch ein bisschen. Wir haben noch Zeugs, glaube ich, oder? Die verkaufen. Verkauft. Bitte mal. Welches Leder? Geldteller. Ah, super. Honig. Leopardenfell. Nee, das zu behalten, ne? Ah, die kann man relativ zeitnah. Gut. Dankeschön für den Schmied. Die gehen mir gerade ein bisschen auf den Senkel. Und genau deswegen habe ich das Schwert behalten. Ach, wir müssen. Ist seine tragische Geschichte? Nicht die ganze. Oh, er war ein wahres Meisterwerk. Der Schaft, umwickelt mit wassergehärtetem Leder. Die Spitze, geschmiedet aus himmlischem Metall. Ich würde ihn gerne sehen. Unmöglich. Ich fertigte ihn für einen von Apollodoros Hauptmännern an, als ich in Zeiss lebte. Doch Sephetos Männer ermordeten ihn. Deshalb verließ ich die Stadt. Sepheto? Ja, Sephetu, der Feuerteufel, der mit Feuer und Furcht in Zeiss regiert. Einer seiner Stiefellecker stahl den Speer mit meinem Zeichen darauf. Unerhört. Kannst du ihn nicht zurückholen? Der Mann ist zu weit weg. Er ist auf einer von Sephetus Trieren auf dem Mariotsee. Ich hasse Tyrannen. Meine Reisen führen mich durchs ganze Land. Wenn ich ihn treffe, suche ich nach deinem Speer. Nichts wäre mir lieber als von seinem Sturz. So, ist das die Aufgabe? Ja. Okay, das ist die Aufgabe. Wie hol ich voll die Schlange von Serapis-Speer von mir, wenn du militärisch. Wo muss ich denn da jetzt hin? Da hoch. Hab ich die Möglichkeit zu. Ernsthaft, ich muss die Scheiße jetzt wirklich da. Ich muss jetzt wirklich da hin? Ich muss jetzt wirklich. Krass, ist die online? Ja. So. Ja, ich muss jetzt dahin laufen. Wo
Okay. Pferdchen! Ah, wir machen das anders. Wir nehmen das Pferd. Wir nehmen das Pferd, wir nehmen das Boot. Das ist einfach für mich. Jetzt muss ich gerade gucken. Wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben. Wir müssen. Der libysche Soldat ist auf einem Schiff auf dem Mariozee. Da wir leider nicht hinfliegen können oder beziehungsweise uns hinporten können, müssen wir tatsächlich fahren. Ist mir jetzt gerade herzlich egal. Sind die jetzt wieder her, oder? Ajö, aber es ist. Wir sind, glaube ich, am Boot schneller als die. So, verlasse den Konflikt. Haben wir gerade getan. Und dafür sogar eine Trophäe bekommen. Hartes Leder, why not? So, jetzt müssen wir gucken, dass wir auf das Schiff kommen, aber Schiff ist immer relativ, ne? Das sieht nämlich nach dem Kleinen dort aus, da vorne. Das war jetzt gerade mal sein. Nee, das ist so viel zum Thema Kleiner. So, wir sind auf dem Mariozee angekommen, müssen aber immer noch das Schiff suchen. Das ist da hinten. Es ist ja Gott sei Dank nicht wie bei Assassin's Creed Black Flag, sondern dass wir da automatisch angegriffen werden, sondern hier müssen wir tatsächlich aktiv in den Kampf gehen. Zumindest ist das noch der Fall. Ich meine, ist das eine 13er Mission, ja, ne? Wir haben ja. Sieht ja 16, glaube ich, ja. Ne? 16 oder was haben wir ja? Nehmen wir mit. Wegen dem Kriegsbogen. So, dann halte er zwei gedrückt, wenn um die Dings zu rennen. Ich spiele übrigens die PS5-Version. Also, beziehungsweise die. Ja, ich glaube, bist du auf der PS4-Version oder auf der PS5? Also, ich spiele auf der PlayStation 5, so ist es richtig. Jo, gehen wir mal direkt die Soldaten suchen. Soldate. Soldate. Aber das ist weit, das ist ewig weit. Vor allem, weil du dich porten kannst. Ich habe mich gerne auf die andere Seite geportet. Ja, ich höre mich. Ist das das Kleine? Natürlich! Direkt das Größte! Ein Elfer dabei. Noch ein Elfer. Die 7 interessiert mich jetzt nicht wenig. Da ist noch ein Elfer, da ist noch ein Elfer. Es sind faktisch 4 Leute. Ah, es ist Papa. Das sind 4 Leute. So, und dann gehen wir mal rein ins Wasser. Das Schiff ist gleich Dings los. Geh weg von mir. Ja.
Du gehst mir auf den Sack, verschwinde! Lass mich in Ruhe! Level 11, ja, das ist durchaus machbar. Wir sind sowieso gerade dran, die einzuholen. Wenn ich einmal am Arsch klebe, im wahrsten Sinne des Wortes, dann ist das kein Problem. Vor allem, Hauptsache, die nehmen einfach mal das Schwert. Oh, verschwinde von mir jetzt, denke ich mal. Du. Sollte ich unentdeckt bleiben. Ach, was. Siehst du schon etwas? Nein. Wonach suchst du eigentlich? Ärger. Oh, erwartest du welchen? Aber immer. Oh, war schön, mit dir zu reden. Hey! Ich schlitze dich auf! Er klettert! Holt ihn da runter! So schön, wenn ihr jetzt mal... Zum Thema dazu. Ich töte dich, Menschheit, und behalte deine Waffen als Trophäe. Scheiße, so viel zum Thema, das ist so einfach. Jetzt müssen wir wieder wahrscheinlich am Anfang, weil der, ja gut, der im Schilder, das ist halt der Nachteil. Bitte lass mich jetzt auf dem Schiff der Höllen. Nein, natürlich nicht. Ah, super. Ja, super, ey, dass ich jetzt natürlich, dass ich jetzt natürlich übelst weit weg wieder bin. Geh mir, komm her jetzt hier. Ach, du hilfst mir. Ach, du willst mir helfen die ganze Zeit. Ich dachte schon, du gehst mir auf Senkel mittlerweile. Du willst mir die ganze Zeit auf den Senkel gehen. Du hilfst mir. Jetzt. Okay, das ist natürlich jetzt irgendwas, was wir nicht anplündern können. Ich wäre ja gerade auf dem Schiff gegangen da hoch. Das wäre für mich einfacher, weil Alter, muss ich dem Schiff halt da paddeln. Aber diesmal ist das der andere Soldat, oder? Bin ich da so richtig? Ich töte dich, Menschheit, und behalte deine Waffen als Trophäe.
wirst du mich hier nicht erwischen lassen. Dieser Speer ist wunderbar. Ganz klar das Werk dieses Meisterschmieds aus Zau. Die Schlange von Serapis ist wahrhaftig eine Waffe für die Götter. So, den Speer haben wir. Vergib mir. Und jetzt verpilzen wir uns. So, ich muss gerade gucken, wo ich hin muss wieder. Müssen, ja, rein theoretisch wieder zurück, oder nicht? Wo ist denn da hin? Oder müssen wir... Müssen wir auf das Schiff zurück? Müssen wir eigentlich... Habe ich den Speer jetzt nicht von dem? Warte mal. Oder bin ich jetzt gerade noch raus aus der Nummer? Geschmack, warte mal, wo muss ich denn da hin? Wie? Eigentlich muss ich doch zurück, oder nicht? Ja, ich werde zurück zum Schiff fahren. Ja, was muss ich ja machen? Ich hab doch den Speer, oder nicht? Warum ist denn die Quest jetzt mittlerweile deaktiviert? So, die Typen haben wir doch geplündert. Nee, das wollen wir nicht tragen. Aber rein hier. Wer weiß, ob es hier sicher ist. Ich glaube, da draußen ist irgendwas. Pass auf. Direkt durch haben wir ja doch alles erledigt, oder nicht? Mich, dass ich jetzt nicht weitermachen. So, gute Nacht. Tschüss.
reißt dir die Eingeweide raus! So, Geschichte, tschüss. Ich freue mich jetzt. So, jetzt haben wir kurz das Geld, den Touchdown noch hier plündern. Jagdbogen. Ort beendet. Aber rein theoretisch, wieso wundere ich mich, dass ich jetzt. Wieso kann ich nicht jetzt zurück. Muss ich jetzt nicht zurück zu dem Dings hin? Zu dem. Zu dem Typen? Stellt sich irgendwie wieder zurück zu dem? Oder Kai, wie sieht das jetzt aus? Ich gehe jetzt mal zurück zu dem Spiel, zu dem Zau. Allein muss ich ja den Schwert abgeben. So, warte mal. Wie kommst du mit dem Haus voran? Langsam, ehrlich gesagt. So, ich muss ja zu dem Schmied jetzt hin, wieder, oder nicht? Weil rein theoretisch habe ich ja... Ich weiß, wie das ist. Ich habe doch die Nebenquest abgehauen. Ich habe Monate gebraucht, bis ich alles für unser Haus zusammen hatte. Hast du die Geschichten über Letopolis gehört? Die Kleinen sind endlich eingeschlafen. Magi! Deine Danke, Reisen haben dich wieder hergeführt. Möge Seraphis, bitte sie wachen und mir süße Träume bescheren. Besser. Langsam fühlen wir uns hier zu Hause. Ich habe eine Neuigkeit für dich. Was ihr erlebt habt. Ich fand den Stiefel lecker, der dein Speer hat. Er wird niemanden mehr tyrannisieren. Ich Feuer werfen könnte. Wie schön, das zu hören. Ich hoffe, die Schlange von Seraphis leistet dir gute Dienste. In der Tat. Vielen Dank, Ned. Lass es hinter dir. Ich versuche es. So, was haben wir jetzt noch irgendwas? So, eigentlich sind wir. Ich wundere mich, hab ich die Quiz auf dieser Quiz ist fertig? So, jetzt. Gut, scheinbar war das jetzt irgendwie eine Aufgabe, die oder mit die ich jetzt nicht. Ist egal. Alles gut, wir haben sie ja gehabt. Weg. Das ist das Wichtigste. Da ist auch eine Nebenquest, wo die ist. Level 30. Oh, guck mal, da unten ist ja viel Lucky Tai. Halbes Horn. Ja. Wo sind eigentlich die anderen zwei Kandidaten? Der Außenseiter ist auf 20. Der Außenseiter ist auf 20. Ich wundere mich, dass ich da nichts gekriegt habe. Aber vielleicht muss ich da. Was? Ich kann sagen, dass ich die noch nicht mitgestellt habe. Gut, in der nächsten Folge machen wir dann mit der anderen Quest weiter.